Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Avanti on Tour. Ich kann das ja mit den Roomtouren dann irgendwie doch nicht lassen. Ne? Vor allen Dingen dann nicht, wenn ich schöne, geile Fahrzeuge gestellt bekomme für die Videos. Und heute bin ich wieder in Weilerswist bei Transserv Reisemobile. Und ja, das sind unsere Freunde, die Balkamp vertreiben. Und hinter mir haben wir ein Fahrzeug, das ist zwar schon verkauft, aber ich finde den so schick. Den möchte ich euch in diesem Video zeigen. Das ist der Balkamp 27 auf Mercedes Sprinter. Und was alles bei Balkamp möglich ist und ja, was der Käufer hier alles reinkonfiguriert hat, das zeige ich euch jetzt mal. Ja, ich sage das ja immer wieder in den Messevideos auch, was aus Polen mittlerweile geliefert wird. Das ist echte Qualität, das ist Wahnsinn. Egal, ob das jetzt Globe Traveler ist oder Affinity oder halt hier auch Balkamp. Das Fahrzeug hier ist einer der letzten 3 Liter Sechszylinder-Fahrzeuge, die Balkamp noch bekommen hat. Marek sagte gerade, sie haben wohl noch 2 im Zulauf von den Sechszylindern, die sie noch ausbauen wollen. Das hier ist jetzt ein Fahrzeug mit Längseinzelbetten hinten und Hubbett vorne. Ja, hier ist volle Hütte. Wir haben eine Dachklimaanlage. Wir haben ein großes Heki vorne über dem Hubbett und wir haben noch einen 12 Volt Dachlüfter. Weiß jetzt nicht, ob es ein Max-Fan ist. Gucken wir gleich mal von innen. Wir haben die Rahmenfenster von Seitz. Hier hinten haben wir den Füllanschluss für den 30 Liter Gastank, der unter Flur liegt. Gasaußensteckdose, klar, haben wir auch. Dann die Befüllung für den Frischwassertank. Tja, wir haben eine Dometic-Markise. Die ist jetzt hier bei dem Fahrzeug allerdings nach unten offen. Aber man hat dann hier vorne im Bereich der Schiebetür zumindest noch mal eine Regenrinne mit LED eingezogen, ne, damit da kein Wasser reintropft. Klasse finde ich auch die Trittstufe. Gibt mal Acht, was die jetzt macht, wenn man hier aufmacht. Die blinkt beim Öffnen. Ja, in den Alkoven kann man ja nicht sagen, aber in diese Hutze baut Balkamp traditionell dann auch noch die Solarmatten rein. Ja, kann man hier erkennen. Ja, eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja, lässt sich ja bis zum gewissen Grad biegen, also warum nicht? Wie gesagt, gerade zu Marek, also der hier hätte mir jetzt noch zu einer anderen Zeit mit Allrad auch noch gefährlich werden können. Also schickes Fahrzeug, Tenorit Grau, die Farbe. Ja, kommt mir bekannt vor, die haben wir auch, zumindest vorne. Gehen wir mal rum. Das Ganze auf 7 Metern. Wir haben hier eine Gasheizung drin. Wir gehen auch gleich mal unter das Fahrzeug. Die Möglichkeiten haben wir hier in Weilerswist. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rein. Oder halt, eins fällt mir gerade schon hier draußen auf. Der Tisch da hinten, ne? Der lässt sich natürlich auch hier nochmal arretieren und dann kann man hier draußen sitzen. Jo, gehen wir mal rein. Starten wir mal hier vorne im Sprinter. Oh, ich glaube, den muss ich unseren Abonnenten nicht weiter erklären. Den haben wir jetzt schon oft vorgestellt. Jo, was haben wir hier drin? Wir haben die Automatik, wir haben das große MBUX. Wir haben da vorne, ich muss gucken, ja, da haben wir das Ladepaket mit der Induktionsladeschale. Also das ist drin. Wir haben 4 Cupholder oben und nochmal, wenn man sie alle rechnet, nochmal 4 da unten. Ja, Lederlenkrad, Distronic ist drin. Wir haben die ganzen Assistenzsysteme. Also volle Hütte in dem Auto. Was sie schön gemacht haben, sie haben hier die Ablage noch mal verkleidet. Das bleibt aber trotzdem vom Originalsprinter noch übrig. Aber dahinter hat man alles neu gemacht. Also hier die ganzen Stoffbezüge. Was ich auch klasse finde bei Balkamp, man hat das Gewürge mit den Remis hat man hier direkt gelassen und hat sich hier für diese Lösung entschieden. Gefällt mir deutlich besser als das, ja, was man da beispielsweise bei uns im Hümer gemacht hat mit diesen Remis. Faltverdunklungen, die ja eh nur klappern. Und beim Sprinter natürlich hier die Ellenbogenfreiheit massiv noch einschränken.
Ja, wir haben hier eine Kombination aus Leder und Stoff. Auch schick. Warte gucken, Armlehnen sind auch bezogen. Ja, und so kleine Details, die man schnell übersieht. Auch hier setzt Balkamp nochmal so eine kleine Lederapplikation drauf. Ja, schön mit den Ziernähten. Das sieht top aus. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Die machen es dann aus. Oder hier vorne auch der Feuerlöscher direkt greifbar im Fußraum. Ja, interessant beim Sprinter ist immer dieser Aufkleber. Nämlich vor dem Drehen der Sitze soll man die Türen öffnen. Das geht mit ein bisschen Geschick, aber auch ohne. Ja, hier sind jetzt Einzelsitze verbaut. Die lassen sich auch nach außen verschieben. Und das auch ganz einfach mit einem Handgriff. Und so könnte man jetzt hier sogar zwei Kindersitze auch nebeneinander montieren. Oder halt während der Fahrt zwei Erwachsene, die sich dann nicht so ins Gedränge kommen wollen. Ja, hier oben haben wir auch nochmal Anschlussmöglichkeiten für 230 Volt und 12 Volt, beziehungsweise das dürfte USB sein da unten. Gucken. Ja, Doppel-USB. Dankenswerterweise auch mit der Abdeckkappe, weil darunter ist diese blaue LED. Was mir jetzt nicht so ganz gefällt, ist die Ansammlung hier von Bedienelementen. Da vielleicht ein Tipp, das irgendwie hinter einer Klappe verschwinden zu lassen. Ja, aber wir haben hier eine Fernanzeige für den Gastank. Wir haben das normale Bedienpanel, Heizung. Dann haben wir hier den Batteriewächter, beziehungsweise das könnte auch, Moment, das ist die Fernanzeige für den Solarregler. Wechselrichter ist drin und ja, das sind so Details, natürlich hochwertige Steckdosen von Berker. Und hier auch nochmal Doppel-USB. Ja, das Ganze macht einen sehr wohnlichen Eindruck. Das Holz, fragt mich, ich würde irgendwas auf Eiche tippen. Ja, aber auch hier alles schön in dem Stoff nochmal verkleidet, der dann auch wieder hier in den Sitzen auftaucht. Ne? Wie gesagt, da oben, das ist das Einzige, was mir jetzt nicht so gefällt, aber da lässt sich sicherlich auch eine Möglichkeit finden. Ja, gehen wir mal in die Küche. Da haben wir hier als erstes hier vorne die Arbeitsflächenerweiterung. Oh. Ist massiv. Hier können wir mal schön den Möbelbau sehen. Tja, und hier brauche ich jetzt zwei Hände, um das wieder runterzukriegen. Aber das Schöne ist, das arretiert auch während der Fahrt hier unten. Also da klappert nichts. Tja, gehen wir mal in die Küche. Heute ohne Assistentin muss ich das irgendwie alleine hinkriegen. Hier unten haben wir jetzt einen Schrank. Hätte mir persönlich noch zwei Schubladen besser gefallen. Wird es vielleicht auch geben. Mal gucken, ich gehe hier mal durch. So. Ach, ja. Groß und auch hier nochmal, wenn man so in die Details guckt. Das ist wirklich Qualität, was da in Polen produziert wird. Ich glaube, irgendwo sogar in der Nähe von Danzig, wenn ich mich recht entsinne. So. Ja. Da unten haben wir Gaswarner. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Jo, nicht groß, aber sollte reichen. Und zwei Flammen reichen in der Regel sowieso. Wir haben riesige Oberschränke, die sich bis hinten hin durchziehen. Ja, auch mit einer entsprechenden Unterteilung. Also das kann man gut nutzen. Auch hier wieder alles mit Stoff ausgekleidet. Und da haben wir noch einen. Ja, und das sind, zeigt das immer wieder bei Balkamp, ne? Das sind Aufsteller. Ne? Gibt es aber, glaube ich, auch noch Abdeckkappen für. Ja, hier haben wir eine ganze Batterie mit Schaltern für die Außen-LED an der Markise und die ganzen Innenlampen plus nochmal. Also USB hat man hier auch nicht gespart. So, da unten haben wir Kühlschrank. Oh, ich muss mal hier runter. Moment, der ist gerade irgendwie nicht fest. Der will da nicht raus.
Da gehe ich jetzt erstmal nicht dran. Der löst sich gerade. Ah, das Auto ist ja noch nicht ausgeliefert. Da müssen Sie nochmal nachgucken. Ja, hier haben wir noch eine Abstellfläche für die Kaffeemaschine. Ja, da oben haben wir das Hubbett. Mal gucken, ob ich das... Das geht gerade nicht runter. Komisch. Da werde ich mir gleich mal Hilfe holen. Gehen wir ins Bad. So, das ist das, das übliche Bad bei Balkamp. Das braucht keinen Duschvorhang, das braucht nichts. Es hat zwar einen Duschvorhang, aber hier könnte man auch so duschen. Weil das lässt sich dann komplett nachher auswischen. Ja, wir haben einen Bodenablauf. Wäre vielleicht ein zweiter auch nicht ganz schlecht. Hier ist jetzt auch eine normale Kassettentoilette drin, aber das habe ich in einem anderen Balkamp gesehen. Das gibt es gegen Aufpreis auch mit Trockentrenntoilette. Ja, wer möchte, kann hier unten dieses Schränkchen bekommen. Das gibt es aber auch alternativ als offene Ablage. Und das Waschbecken da hinten reicht völlig aus. Da oben haben wir noch eine Klappe. Duschzeug kriegt man da auch noch rein. Hier haben wir dann noch so ein paar Lüftungsschlitze. Und hier jede Menge Handtuchstangen an der Tür. Ja, was jetzt hier bei dem ist, das ist aber auch Grundriss. Ja, liegt am Grundriss. Wenn ich jetzt das Hubbett unten habe, steht natürlich hier die Leiter. Das heißt, wenn ich nachts auf Toilette muss, muss dann erst die Leiter weg. Ja. Aber das ist halt hier ein schmaler Durchgang. So. Dafür haben wir aber die Leiter hier gut positioniert und die rappelt auch nicht. So, jetzt bin ich mit euch mal im Schlafbereich. Ja, wie gesagt, wir haben Längsbetten. Bettenmaße blende ich hier unten mal ein. Ich hoffe, ich finde sie irgendwo noch. Und wir haben 4 Oberschränke. Da sollte eigentlich für die meisten Sachen für 2 Personen wirklich Platz genug sein. Und wie ihr gleich sehen werdet, haben wir unten auch noch genug Schränke. Ja, jeder hat hier sein eigenes Fenster. Hier oben, das haben sie auch schön gemacht. Nochmal mit einer Ablage. Ja, jeder hat noch sein Nachtlicht mit USB und 230 Volt. Das Ganze auf beiden Seiten. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, bei den meisten Wohnmobilen hat nur eine Seite USB. Hier darf jeder laden. Und jetzt gehen wir mal ins Unterabteil. Also hier ist nochmal jede Menge Stauraum hier unten. Oh, fangen wir mal hier mit dem Kläppchen an. Ich bin ja immer wieder aufgeregt, wenn ich so Klappen aufmache. Ne? Ja, da drunter ist eine Serviceöffnung. Ah, mal gucken. Ja, da sind nochmal Wasseranschlüsse. Andere Seite dürfte die Heizung sitzen, jawohl. Mit dem Frostwächter und da ist auch noch ein Stauraum oben drüber. Ja. Problem ist, der arme Mechaniker, der hier mal dran muss, der hat ein echtes Problem. Ne? Hier oben, da kann man zwar noch wegmachen, das hier, aber da willst du nicht dran arbeiten. Wir haben Airline-Schienen. Ne? Man sollte natürlich den Laderaum dann entsprechend so laden, dass man an das, was man hier unten braucht, auch drankommt. Ne? Ups, Hilfe. Uiuiui. Also. Ja, ist der wieder fest. Also, so, der war lose. Ah, da unten haben wir einen Safe. Ich versuche das mal einzufangen. Und da oben sind noch jede Menge Stauräume. Ne? Natürlich, wenn ich jetzt hier in der Mitte irgendwas drin habe, was sperrig ist, und habe hier unten meine Unterwäsche, dann wird es natürlich kritisch. Da muss ich ein bisschen beim Laden nachdenken. Was mir jetzt nicht ganz gefällt, das wird sich wahrscheinlich auch nur im Rahmen der Zubehörlösung regeln lassen, ist das Thema Unterfederung. Also Unterlüftung haben wir durch diese Schlitze, aber es fehlt halt hier irgendwie ein
Frulli-System. Das müsste man dann wahrscheinlich selber nachrüsten. Ja, hier am Heck müssten wir dann auch noch Stauraum haben, weil ja der Gastank bzw. die Gasflaschen wegfallen. Ne? Seht ihr hier? Da ist auch noch jede Menge Platz. Und auf der anderen Seite haben wir noch eine Außendusche. Ja, kalt warm. Auch top. Die Markisenkurbel ist da unten auch schön verstaut. Und wie gesagt, das hier mit den Airline-Schienen ist auch eine tolle Sache. So, mal gerade mit Marek gesprochen. Also das Fahrzeug bekommt tatsächlich noch ein Frohli. Bevor es ausgeliefert wird, hat der Kunde noch bestellt. Aber das sind so Sachen, die macht dann der Händler hier vor Ort. Und wir haben auch das Hubbett jetzt gängig. Das war, wie soll ich sagen, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Man muss den Wechselrichter vorher anmachen. Wir haben hier einen 3000 Watt Wechselrichter dran. Und dann geht auch dieses Hubbett runter. Ja, für Kinder würde ich sagen, reicht das völlig aus. Ja, wir haben ein schönes großes Hegi da oben und der Lichtschalter ist hier vorne am Bett. Ja, so sieht das da oben aus. Fahren wir es wieder hoch. Wop, weg ist es. Ja, Webasto Klimaanlage, hatte ich gesagt. Wir haben einen 12 Volt Lüfter, aber keinen Max-Fan, der hier kommt von Fiamma. Okay. Ja, schauen wir uns das Fahrzeug auch mal noch von unten an. Wir haben eine Anhängerkupplung mit so einer kleinen Drittstufe. Ja, unter dem Brett hier rum. So, da haben wir ein vollwertiges Reserverad mit Alufelge. Dahinter haben wir den Gastank. In der Beschreibung stand jetzt was von 51 Kilo. Keine Ahnung, steht auch nichts dran. Jo, und dann den normalen Sprinter. Klar, das ist jetzt der 3 Liter V6, der hat natürlich Heckantrieb. Das heißt, wir haben hier noch eine Kardanwelle, die nach hinten läuft. So sieht das hier aus. Ja, und da haben wir den guten alten 3 Liter V6. Sicherlich ein guter Motor, aber wir haben ja jetzt den neuen 2 Liter OM654 bei uns drin. Und der ist auch nicht schlecht. Und lässt sich mit 11 Litern locker fahren. Das wird hier beim V6 sicherlich nicht gehen. Ja, hier an der Seite hängt der Abwassertank. Und der ist hier ganz einfach über so einen, seht ihr den roten Hebel da, zu lösen. Und dann läuft es raus. Daneben liegt noch ein Tank. Das ist aber der Dieseltank. Naja, und wenn ich manchmal die Kabelverlegung auch bei Mercedes sehe, dann wird mir Angst und Bange, ob das in Jahren alles immer noch ohne Korrosion abgeht. Ne? Hier so Verbinder und sowas. Haha. Aber gut. Wie heißt es immer so schön, das Beste oder nichts? Aber zumindest, was wir beim Sprinter gut gemacht haben, ist die Konservierung. Da kann man nicht meckern. Ob das jetzt Mercedes war oder ob das bei Barcup noch gemacht wurde. Aber der sieht auf jeden Fall mal super vom Unterbodenschutz her aus. So, wollen wir zum Abschluss mal noch über Preise reden. Wie gesagt, das Fahrzeug hier ist jetzt schon verkauft, aber der wurde verkauft für 129.900 Euro. Brauchen wir nicht mehr drüber reden, das ist mittlerweile normal und auch für die Größe des Fahrzeuges auch angemessen. 7 Meter Länge, das Ganze im Moment noch auf einem 3,5 Tonnen Chassis bzw. mit 3,5 Tonnen Zuladung, der wird aber vor Auslieferung noch auf 4,2 Tonnen aufgelastet. 2 Meter breit, 2,97 hoch, klar, wegen des dieser GFK-Hutze hier vorne, was dem Ganzen aber hier innen drin auch eine vernünftige Stehhöhe dann auch bringt. Jo, ansonsten, das Ding ist volle Hütte ausgestattet mit den Assistenzsystemen. Wie gesagt, wir haben den
3 Liter V6. Demzufolge auch nur in Anführungszeichen die 7-Gang-Automatik. Ja, da ist nicht die 9-Gang drin. Klar, das MBOX, wir haben die Distronic, wir haben Sitzheizung, wir haben eine Klimaanlage, dann die ganzen Assistenzsysteme, Totwinkelassistent, Spurhalteassistent und so weiter. Wobei der Spurhalteassistent, das kann ich jetzt aus der Erfahrung schon sagen, der ist sehr rigide. Also der mag keinen einzigen Schlenker nach rechts oder links, der greift dann direkt ziemlich hart ein. Lässt sich auch nur über das MBOX dann abschalten. Da gibt es also keinen dezidierten Schalter noch irgendwie am Lenkrad, wo ich den mit abschalten kann. Wir haben den vergrößerten Dieseltank hier drin mit 93 Litern. Wir haben die LED High Performance Scheinwerfer, eine Anhängerkupplung. Wir haben das Akustikpaket drin mit besseren Lautsprechern. Solaranlage ist drauf, Klimaanlage, der Dachlüfter, 3000 Watt Wechselrichter, hatte ich eben gesagt. Die Truma Kombi 4 Gasheizung mit dem 51 Kilo Tank unterm Fahrzeug. Außendusche Frischwassertank sind 110 Liter und Abwassertank beheizt sind 85 Liter. Das Heckbett hinten hat 2 Meter x 1,80. Weiß ich das auch schon mal wieder. Kann ich das einblenden. Teilledersitze, wir haben einen 90 Liter Kompressorkühlschrank, elektrische Trittstufe, Tresor, die Airline-Schienen und so weiter und so weiter und so weiter. Das Ganze, wie gesagt, hier bei Transurf Reisemobile in Weilerswist. Und ja, ihr seht, hier ist bei Balkamp einiges auch noch individuell möglich. Könnt ihr mir vorstellen, den jetzt hier auf einem Allradfahrgestell, ja, hinten mit einem Querbett, dafür noch einen Schrank zusätzlich. Ist mit Sicherheit auch gegen Geld und gute Worte noch machbar. Schaut es euch an. Das Fahrzeug war eigentlich gedacht für den Caravan-Salon in Düsseldorf, ist aber dann kurzfristig vorher noch verkauft worden. Und ich kann es nachvollziehen, wenn der Käufer dann sagt, nee, bitte stellt mir das Fahrzeug nicht mehr auf die Messe, weil ich weiß, wie die Fahrzeuge danach dann aussehen. Dankeschön an Marek Kotowski und an den David Wied hier in Weilerswist. Danke fürs Zusehen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Tschüss.